10.11. Der Westküste entlang. So, guten Morgen. Wir machen eine kleine Spazierrunde noch. Sie ist kleiner geworden als gedacht, da unsere liebe Petey noch immer nicht so ganz beieinand ist. Die Stadt war nachts noch beleuchtet, das sah richtig hübsch aus. Und wir haben eigentlich eine gute Nacht verbracht. Also wir können den Stellplatz gerne empfehlen. Zum Besuch der Stadt lädt er wirklich ein. Und wenn man das jetzt so sieht, man hat auch ein bisschen Platz zum mal draußen sitzen, was total fein ist. Wir schauen jetzt, dass wir hier Richtung Lissabon, aber an der Küste entlang hinunterfahren und schauen, was die nächsten Tage bringen. Jetzt sind wir noch ein paar Tage, zwei, drei Tage gut angesagt. Dann soll es schon wieder schlechter werden. Ja, schauen wir, was kommt. Man kann es eh nicht ändern. Heute fahren wir wieder Küstenstraße und wollen die verschiedenen Strände besuchen. Der erste, Praia de Aira Branca, war nun ja nicht so spektakulär wie die, die wir schon gesehen haben. Ich ging in eine Touristeninformation, um die Highlights zu erfragen. Fast alle Städte im Umkreis, fast alles Grüne, was wir auf der Karte sehen, es ist ein Highlight. Ach ja, wir werden also per Bauchgefühl weiterfahren. Ein Buch mit Sehenswürdigkeiten der Umgebung musste ich aber mitnehmen. Ich glaube, die zwei waren froh, überhaupt mal jemanden zum Reden zu haben. Nun, das Buch ist auf Portugiesisch und Englisch. Somit kann Michi seine portugiesischen Sprachkenntnisse auffrischen. Ich befrage den Bauch. Um ein wenig Druck herauszunehmen, haben wir jetzt eine portugiesische SIM-Karte. So ausgestattet mit Unlimited Internet für 15 Tage um 15 Euro wollen wir zum nächsten Strand. Ich wundere mich, warum es immer weiter weg vom Meer geht. Da hat uns doch unser Navi einfach umgeroutet. Ja, auf eine schöne dicke Straße. Etwas länger, etwas prominenter. Michi war gleich dabei, als ich enttäuscht darauf hinwies, dass wir so nicht Santa Cruz anfahren werden, und drehte um. Und so erreichten wir bald darauf einen wunderschönen Ort zum Mittagessen. Ein Traumblick war unser Lohn. Katrin hat gesagt, okay, lass uns davor fahren. Ich will wieder zum Meer. Und schaut mal, was für einen coolen Fels ich gefunden habe. Und diesmal ist er wirklich nicht an Land. Diesmal ist er sicher ab und zu unter Wasser. Weil jetzt ist wohl gerade Ebbe, aber es kommt die Flut. Und da geht's hoch. Mal schauen, wie weit ich komme. Da drüben sind Gänse. Ist aber was anderes, wenn man immer nur Möwen sieht. Da freut man sich dann über die Gänse. Manchmal ist es besser, von der geraden Route abzuweichen, ja sogar zwei Schritte zurückzugehen, um dann neue Blickwinkel zu gewinnen und glücklich zu sein. Petey hat mich hier hochgejagt und es schaut natürlich noch schöner aus. Aber ich weiß noch nicht, wie ich runterkomme. Oh, schaut mal. Wow. Geil. Also ich meine das ernsthaft mit dem Ausblick. Ich koche hier den Kaffee und dann schauen wir da hinaus. Und ich meine, das ist jetzt nicht schlecht, oder? Petey, hast du heute wieder Hunger, ja? Himmelst du mich jetzt an? Gibst du mir Fussi?
Die hat Hunger und ich sollte ihr heute eigentlich nichts geben. Ich meine, dass man das einmal sieht. Wir haben uns hier rausgestellt, lassen unseren Kaffee jetzt ein bisschen kalt werden und genießen, wie die Flut hier hineinkommt. Wir sind kurz vor Santa Cruz und es ist echt total schön. Es hat 21 Grad laut Thermometer, allerdings es fühlt sich voll warm an. Wir sind beide nur im T-Shirt unterwegs. Schön. Wir sind jetzt in Santa Cruz. Ein Highlight jagt das nächste. Da führt die Straße auch direkt raus zum Meer. Und hier gibt es offensichtlich einen sehr, sehr, sehr schönen langen Strand. Nicht so lang, wie wir sie schon gesehen haben. Die Wellen scheinen mir nicht ganz so wild, wie sie waren. Aber der Strand ist schon auch riesig. Und schaut, schön viele Parkplätze. Richtig nett. Wahrscheinlich sind sie im Sommer trotzdem alle voll. Unser Sunny mit Pflaster. Ach, schaut mal. Wir sind jetzt schon. Mensch, wo sind wir denn losgefahren? Ja, hier sind wir ungefähr losgefahren. Schweiz. Bisschen runter, bisschen rüber. Bisschen wieder runter, bisschen da. Dann wieder zum Meer vor. Andorra haben wir mitgemacht. Ne? Dann sind wir eigentlich hier oben lang gefahren, um hier in die Wüste zu gehen. Um dann wieder da hochzufahren. Oh, dann sind wir hier rein und dann sind wir ein Stückchen da wirklich rüber gefahren. Und wieder zurückgefahren. Und jetzt fahren wir halt hier. Oh, wir sind schon hier, ey. Heute ist erst der 10. November. Das ist so fürchterlich. Fürchterlich regnet immer. Es ist so Novemberwetter. Es ist der 10. November. Man friert die ganze Zeit. Man muss sich so warm anziehen. Ja, das windet. Hat ja Wellen. Nein, das kann ich nicht schauspielen. Das ist einfach zu schön. Das 10. November. Und man muss wahrscheinlich aufpassen, dass man sich nicht verbrennt. Wie findest du das Wetter? Da ist eine Wolke. Sonst ist es ziemlich blau. Ist absolut typisch für den November, hä? Ja, also Mitte November hätte man sich schon erwartet, dass da keine Wolken sind. Das war jetzt so leicht sarkastisch. Na, nur ganz ein bisschen. Nur für die, die es kommentieren wollen. Auch der Strand bei Santa Cruz war schön. Und zu diesem Zeitpunkt war es auch richtig warm. Dann fuhren wir den Stellplatz an. Abseits von der Hauptroute sollten 14 Plätze doch reichen. Denkste, der Platz war voll. Wir nutzten, wie andere auch, den Parkplatz davor. Wir kommen wo immer mehr in die Gegenden, wo verschiedene Menschen einfach in den wärmeren Gebieten überwintern wollen. Und diese bleiben auf tollen Plätzen auch länger. Vor uns ist eine Flussmündung, dahinter die Düne und dahinter wieder Meer. Auf dem kleinen grünen Streifen haben wir die Sessel draußen und fangen die letzte Sonne ein. Nun ist es deutlich kälter, der Wind ist kalt. Auch wenn unsere Piti lieber diesen Weg gehen würde, nachdem dort wirklich die Steine aufgetrollen, wie man sieht, lassen wir das und nutzen die Stege mal wieder. Das mag sie dann ganz besonders. Wir gehen daher. Es ist kein Steg, es ist asphaltiert, es ist Stein. Brücke! Sieht schön aus.
Kitty, du musst dich entscheiden. Steg oder Sand? Anders geht hier nicht. Der Steg da vorne zur Stadt ist echt cool gemacht. Voll lang, ist Wahnsinn. Also Stegbauer ist ein Beruf, der hat in Portugal ganz bestimmt Potenzial.